Und jetzt die Aktuelle Stunde. Wir freuen uns heute auf einen echten Blockbuster, für den Sie keine Tickets brauchen. Es reicht der Blick nach oben. Derzeit ist richtig was los am Himmel. Erst die bunten Polarlichter, jetzt ein Komet, den wir auch noch in den kommenden Tagen sehen werden, wenn Sie Glück haben. Oder Sie genießen einfach unsere Bilder. Sehr, sehr schön. Ja. Und jetzt Licht ein bisschen dimmen. Ganz großes Kino, Himmelskino nämlich, kostenlos und in der Menge ziemlich spektakulär. Wuhu, Polarlichter, Kometen, Supermond, alles über Deutschland. Zurzeit brauchst du abends, ja, eigentlich nur zur richtigen Zeit nach oben zu gucken und dann läuft bestes Blockbuster-Kino. Wobei, ganz so einfach ist es in Wahrheit natürlich nicht. Man braucht schon den optimalen Standort, die richtige Region, manchmal auch eine optimale Ausrüstung und natürlich Wolkengluck. Beim Suchen, wenn die Wolken da sind, kannst du nichts sehen. Aktuell beim Kometen, von dem wir alle natürlich den Namen wissen, C2023A3. Oder Sie machen es, wie wir sie lassen, suchen. Hier war er schon gut zu sehen, der Komet C2023A3 über Neuseeland. Und das sind erste Bilder aus Deutschland, aufgenommen gestern Abend in Sachsen. Der Kometenkopf, hier im Kreis nur schwach zu sehen, ein himmlisches Spektakel, das bei Astronomen ganz oben steht auf ihrer Wunschliste. Auch auf der von Paul Hombach aus Rötchen an der Grenze zu Belgien. Der Musiker und Theaterschauspieler arbeitet auch als Astronomiejournalist und kann es kaum erwarten. Das Tolle ist, diese Überraschungsgäste aus dem Tiefen des Raums, dass wir die am Himmel sehen können und dann auch schauen, wie der sich entwickelt. Und wenn wir Glück haben, gibt es einen tollen Schweif und manchmal sogar zwei Schweife. Und das ist eben das Faszinierende, den selber mal mit eigenen Augen zu sehen. Ende September hat der Komet die Sonne passiert, seitdem ist er ihr besonders nah. Wobei nah in diesem Fall bedeutet 70 Millionen Kilometer entfernt. Keine Gefahr also für uns. Caroline Liefke ist Astronomin in Heidelberg und hat ihn Freitagabend schon erwischt. Was sind eigentlich Kometen? Das sind ja sozusagen Boten aus der Frühzeit unseres Sonnensystems, die sozusagen zurückblicken lassen 4,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Und das ist jetzt natürlich nichts, was uns von der Erde aus hier so zugänglich ist, aber einfach der Gedanke daran ist natürlich schon auch spannend. Kometen, eigentlich dreckige Klumpen aus Eis, Staub und Gestein und doch faszinierend anzusehen. Aber auch sonst ist gerade einiges los bei uns am Himmel. Immer wieder ziehen auch über Deutschland Polarlichter, wie hier in Niedersachsen. Denn auf der Erde brodelt es gerade gewaltig. Das Ergebnis sind Bilder wie diese. Paul Hombach kann von all dem nicht genug bekommen, seit er als Kind im Mittelmeerurlaub den Sternenhimmel gesehen hat. In Vorträgen und Artikeln berichtet er regelmäßig über die unendlichen Weiten des Weltraums. Das ist eine Art von Naturbeobachtung, die einfach die Faszination, die Schönheit der Natur zeigt. Und letztendlich gibt es auch eine andere Perspektive. Wir sind Teil dieses Universums. Wir sind auf einem Raumschiff unterwegs, dem schönsten Raumschiff, das wir kennen, der Erde. Und wer diesen kosmischen Blick hat, der hat vielleicht die Chance, auch auf die Alltagsprobleme ein bisschen anders zu gucken. Naturbeobachtung mit Tiefgang. 1997 in Bonn. Damals war Komet Hale-Bopp besonders hell und mit bloßem Auge gut zu sehen. Vielleicht klappt es ja auch diesmal. Etwa eine Stunde später, nach Sonnenuntergang, gucken Sie nach Westen. Dann ausgestreckte Arme, gut eine Handbreite über dem Horizont in westlicher Richtung. Da sollten Sie so ein weiß-gelbliches Fleckchen sehen. Das könnte dann C2023A3 sein. Nächste Woche, eine Stunde nach Sonnenuntergang Richtung Westen, dazu klare Sicht, dann könnte das was werden. Schön wäre ja auch so ein Komet für zu Hause oder so ein Polarlicht im Wohnzimmer. Also wenn man sich sowas einfangen könnte. Nicht schlecht.